Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Tom. Es freut mich sehr, dass du hier wieder eingeschaltet hast. Ja, es ist wieder soweit. Monatsende und wir kommen zum Portfolio Performance Update zu meinen Investments, zu meinem Gesamtportfolio, ausgenommen die Kryptowährungen. Und wir schauen uns jetzt zuerst an den Unterschied vom letzten Monat zu diesem Monat. Dann habe ich noch ein paar Sachen vorbereitet, was die P2P-Kredite betrifft, welche Änderungen es da gegeben hat und was ich jetzt anders mache. So, lass uns nicht lange drum rumquatschen, gehen wir rein. Und zwar geht es hier los. Das, ihr seht hier, das war ein Screenshot vom 28.06.2019. Und ja, was hat sich geändert vom letzten Monat zu diesem Monat? Ja, ich habe ein paar Sachen umgestellt und ich habe mir, man sieht hier gleich, ich habe die Facebook-Aktie gekauft. Die hatte ich im Vormonat noch nicht. Der Geldmagnet ETF, also der Vanguard FDSE All World, ist ein bisschen zurückgegangen, trotz der Nachkäufe, weil ich eben zum Beispiel eben Facebook gekauft habe und andere Sachen sind jetzt anders gewichtet. Genau. Pandora hat einen Rückgang von 1%. Das werde ich euch gleich zeigen, warum. Ich cache ja jetzt bei Pandora aus. Zeige ich euch nachher auf dem Dashboard von Pandora. Ja, das Postsparbuch ist hier in diesem Monat nur noch auf Platz 4. Der Dividendenaristokrat hat das überholt, was sehr schön ist. Das heißt, er wächst und wächst. Und so soll es auch sein, denn das Postsparbuch ist quasi die Cash-Reserve, die ich hier halte. Genau. Mintos hat sich nicht viel verändert, ist ein kleines bisschen stärker geworden. Der S&P 500 hat natürlich ein bisschen zugelegt, weil ich nachgekauft habe, genauso beim Emerging Market. Und ja, wie ihr gesehen habt, ist auf dem Referenzkonto mehr drauf als im Emerging Market ETF, aber jetzt haben wir mehr hier im Emerging Market ETF. Was das genau in Zahlen anbelangt, ich wollte nur noch eine kleine Gegenüberstellung machen. Gehen wir mal ganz kurz rein, dass ihr das auch in Zahlen seht. Und zwar sieht man das hier ganz schön. Wir haben jetzt über 11.000, also wir haben 150 Stück von dem ETF des Geldmagneten. Im zweiten Depot, da haben wir 11.700 Euro jetzt an Wert. Pandora hat jetzt nur noch 5.093, weil ich etwas ausgecashed habe. Sage ich gleich, wenn ich zu Pandora komme. Ja, der Spider ist jetzt auf 4.500, Postsparbuch ist gleich geblieben. Mintos ist jetzt auch über 4.000 in diesem Monat angewachsen, wird jetzt in den nächsten Monaten ziemlich schnell steigen, zeige ich auch noch nachher warum. Und ja, der S&P 500, der bekommt jetzt auch mehr wie vorher und ab nächstes Monat werden wir hier ganz, ganz, ganz viele neue Zahlen sehen. Da 14, 13 neue Aktien ins Depot kommen ab nächsten Monat und dann Monat für Monat. So, lass uns kurz diese hier schließen. Genau, und dann kommen wir hier kurz zu, nein, nicht zu Estate Guru, ja, zu Twino. Das packen wir mal ganz nach unten. So, genau, Twino. Ich habe letztes Monat bei Twino reingesehen und ich hatte ja knappe 150 Euro bei Twino drinnen und es sind 30 Euro oder so lagen nicht investiert dort, obwohl ich zwei, drei Auto-Invests gemacht habe. Und dann habe ich mich entschieden, so, ich bin jetzt raus bei Twino, habe das ganze verfügbare Geld genommen, letzten Monat, das waren so um die 70 Euro, habe die rausgenommen und bei Mintos reingepackt. Genau, und ich werde das Geld jetzt zurückkommen lassen und dann gehe ich hier komplett raus. Denn Twino hat, erstmal hat es nur 8% Rendite, was für eine B2B-Plattform einfach zu wenig ist für das Risiko, was man hat. Und zweitens liegt das Geld da und rum und wird nicht investiert und das geht halt gar nicht, denn dann ist es totes Geld. So viel zu Twino, ich schließe also mit Twino ab, ich werde das Geld abziehen und bei Mintos reinpacken. Genau, Estate Guru habe ich mir ganz kurz angesehen, das läuft ganz gut. Ich habe ja nur 100 Euro testweise reingepackt und habe jetzt schon 4,72 Euro Zinsen bekommen. Oder Rendite. Jetzt die Jahresnetto-Rendite zeigt es mir noch nicht an. Aber ja, wie gesagt, in Estate Guru werde ich sicher auch noch ein bisschen was reinpacken, nachdem ich Mintos gefüllt habe.
Ich bin mit Estate Guru recht zufrieden. Genau. Kommen wir zuerst noch zu Pandora, dass wir das auch sehen. Ich habe hier ein paar Screenshots gemacht, dass ihr alles auch in echt seht, nicht nur beim Portfolio Performance. Denn das war ja gewünscht. Wir gehen auch nachher live nochmal in die Accounts rein. Hier sieht man, ich habe die Rendite steigt. Ich bin jetzt wieder über 20%. Ich war zeitweise mal auf 18, 17, 19 und jetzt auf 21. Aber der Wert des Kontos schrumpft. Das heißt, ich habe ja wie zwei Videos vorher habe ich euch ja erzählt, dass ich bei Pandora die Einzahlung stoppe. Ich habe ja vorher hatte ich einen Dauerauftrag von 100 Euro im Monat, was reinging. Jetzt habe ich das gestoppt, weil ich mir dachte, ich habe jetzt 5.000 Euro und jetzt fülle ich zuerst Mintos auf. Mintos hatte damals 3,7, 3,8. Und jetzt habe ich mir aber einen neuen Plan zurechtgelegt. Und zwar werde ich jetzt jedes Monat 100 Euro hier rausholen und pack die auch zu Mintos. Somit wächst Mintos schneller und ich bekomme auch einiges an meiner Rendite ausgecashed. Und diese reinvestiere ich dann in die nächste Plattform und somit habe ich eine bessere Diversifikation. Und ich habe nochmal den Bonus, dass der Zinseszinseffekt voll wirken kann, würde er hier auch, aber eben auf einer anderen Plattform. Genau, und somit habe ich das dieses Monat schon gemacht. Ich glaube, es hat 2,5 Wochen gedauert, bis ich die 100 Euro hier zusammen hatte. Ich habe ein Stop-Limit gemacht bei 110 Euro soll er mir zurückhalten und jeden Anfang des Monats werde ich diese 100 Euro auf das Dividenden-Referenzkonto packen und von da an geht ein Dauerauftrag wieder zu Mintos und dann wird halt Mintos damit aufgefüllt. Und hier kommen wir ganz kurz zu Mintos. Wir sind jetzt über 4.000. Mein Plan war, die 5.000 hier voll zu machen und dann zur nächsten Plattform zu gehen, so wie ich es gesagt habe. Ich habe ja gesagt, Pandora, Mintos und dann suche ich mir eine dritte und dann eine vierte. Und vielleicht später dann eine fünfte. Das heißt, immer überall mit 5.000 Euro reingehen, um zu sehen, was ist. Jedoch hat Mintos ja eine tolle und neue Änderung gemacht. Da springen wir ganz kurz rein zu Mintos. Hier seht ihr das verfügbare Guthaben. Ganz kurz zu meiner Strategie hier bei Pandora. Eben, ich lasse mir jetzt diese 110 Euro Rücklage bilden, sodass ich mir die dann auscashen kann. Auscashen funktioniert wunderbar. Es ist nach einem Tag auf dem Konto und ja, man hat keine Spesen und somit passt das perfekt. Also beim normalen Portfolio hat man keine Spesen beim Auscashen. Bei Go & Grow zahlt man einen Euro. Genau. Was hat sich hier bei Mintos verändert und warum, habe ich eben vorher schon angesprochen, werde ich hier nicht auf 5.000, sondern jetzt auf 10.000 Euro aufstocken. Und zwar, haben es viele von euch schon mitbekommen, gibt es jetzt Invest und Access. Ich würde nicht sagen, das ist das Äquivalent zu Go and Grow, aber es ist ziemlich ähnlich. Und jetzt gehen wir nochmal, machen wir das in einen Tab offen, dass wir das hier sehen. Und wie ihr seht, ich fahre aktuell 11,42% Rendite mit meinen Einstellungen, welche ich hier habe beim Auto-Invest. Ich habe hier mehrere Auto-Invest-Portfolios erstellt, bis 10, also ab von 10% weg und höher investiere ich 1.000 Euro, ab 11% eben das habe ich hier freigelassen. Also das Maximum, was hier investiert werden kann in Kredite, die nur 10% abwerfen, sind halt diese 1.000 Euro. Ich gehe jetzt nicht ganz genau auf das Detail hier ein, aber ihr seht, ich habe hier 5 Portfolios erstellt und fahre damit 11,42% aktuell. Und das Krasse ist, schaut euch das hier an. Also mit Invest und Access, dem neuen Programm, welches ich in einem anderen Video vorstellen werde, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung damit gesammelt habe. Es ist so ungefähr wie, ganz kurze Erklärung, es ist so wie Go & Grow, das Geld ist liquide. Wenn wir jetzt, wie ihr seht, ich habe hier 168 Euro drin, wenn ich jetzt auszahle, dann seht ihr, ich kann jetzt diese 168 auszahlen. Das heißt, ich habe total liquides Geld und bekomme mehr Prozent Zinsen, als ich mit meiner Strategie fahre. Was jetzt nicht für meine Strategie spricht, aber ich bin eher den sicheren Weg hier gegangen mit maximaler Diversifikation auf der Plattform. Und wie ihr hier seht,
Bis jetzt bin ich diversifiziert über 7 Kreditunternehmen. Das zeigt er mir hier an. In diesem Monat werden über 300 Euro jetzt wieder, werde ich nachzahlen, dass ich gleich hier auf die 500 Euro komme, damit eigentlich die Diversifikation hier besser ist. Und ja, ich habe jetzt das Ziel eingestellt, 5000 Euro soll er mir jetzt in Invest und Access reinpacken, denn dann habe ich dieses Geld liquide, sollte ich es irgendwann benötigen und fahre trotzdem die bessere Rendite als bei meiner Strategie. Klingt extrem cool und ist es auch, denn dadurch, dass Mintos das jetzt geschaffen hat, also dieses Invest und Access, werde ich jetzt Mintos mindestens auf 10.000 Euro aufstocken, bevor ich eine andere Plattform mir ansehe. Und ja, wir eben, und der Unterschied ist halt, hier haben wir 12,41% und bei Go and Grow haben wir die 6,75%, müssen aber bei jeder Auszahlung müssen wir einen Euro bezahlen. Hier ist alles kostenlos, auch bei Auszahlung. Genau, so viel dazu, dass ihr das wisst. Und deshalb werde ich jetzt mit noch mehr Geld hier in Mintos reinstecken. Und Invest und Access wird bevorzugt zum Auto-Invest benutzt. Ich muss nur mal einen Schluck trinken. Dass ihr das auch wisst, wenn ihr das da reingeht. Also ich kann das hier nur empfehlen, wenn man Geld parken will und man bekommt so eine Rendite, das ist also für mich schon also extrem krass, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich werde auch im nächsten Jahr oder Ende des Jahres werde ich mir auch einen Business Mintos Account zulegen, dass ich von meinem Unternehmen übrige Cash-Reserven hier reinpacken kann und die zwischenparken kann mit 12% Zinsen. Denn sowas ist, also Hut ab vor Mintos, dass sie das geschaffen haben. Wie es genau funktioniert, werde ich euch im nächsten Video erklären. So, gehen wir weiter. So viel zu B2B. Also, ich gehe aus Twino raus. Das lasse ich mal laufen. Twino, das ganze Geld von Twino kommt auf Mintos und monatlich fließen ab jetzt 100 Euro von Pandora raus und gehen direkt zu Mintos, okay? Das ist die aktuelle Strategie für meine B2B-Kredite. So, kommen wir nun zum Depot. Wie ihr hier seht, habe ich die Facebook-Aktie, gehen wir gleich direkt rein, anstatt hier, weil ich sie offen habe. Und ihr es euch gewünscht habt im letzten Video, dass ich hier auch ein bisschen das echte Depot zeige. Ich bin bei der Comdirect. Ich bin sehr zufrieden. Man hat so viele Möglichkeiten mit den Wertpapier-Sparplänen und so weiter. Also ich bin vollauf zufrieden mit meinen Depots. Ich habe hier zwei Depots. Eins für meine normale Strategie, wo ich eben eine Dividendenstrategie fahre. Und hier seht ihr ein bisschen mein Depot. Also wir haben ja hier drei ETFs drin, die ich jetzt auf 10.000 Euro hochgespart habe. Und jetzt wechsle ich auf Einzelaktien. Also mein Plan war ETFs im Wert von 50.000 Euro zu haben und dann erst auf Einzelaktien zu starten. Aber ich habe das jetzt umgestellt, denn ich habe hier im Zweitdepot, das seht ihr, das ist mein Zweitdepot. Hier habe ich ja den All World, das ist mein Geldmagnet. Wenn ihr wissen wollt, was der Geldmagnet ist, ich verlinke euch das Video hier oben. Genau. Und ich habe hier über knappe 12.000 Euro jetzt drin und hier knappe 10.000. Das heißt, ich bin jetzt zufrieden. Die Basis ist da und ich höre ja auch nicht auf, in ETFs zu investieren. Denn der Geldmagnet füllt sich sowieso immer mit 10% meiner ganzen Einkommen. Und hier bespare ich weiterhin den Emerging Market. Natürlich nicht mehr so hoch. Den S&P 500 und auch den Dividendenaristokraten, den Spider-Dividendenaristokraten. Okay? Und ja. Facebook-Aktie hat letztes Monat ins Depot geholt. Seit ich sie habe, hat die jetzt schon knappe 5% hier Gewinn gemacht. Gefällt mir gut. Ist aber auch eine langfristige Sache hier, wie alles bei mir. Also mein Plan ist, Aktien zu kaufen und nicht mehr zu verkaufen. Bis mein Lebensende. Das wäre mein Plan. Genauso mit den ETFs und alles. Deshalb bin ich eben ein Dividendeninvestor. Jedoch habe ich jetzt doch mich für ein paar Titel entschieden. Dazu werde ich ein separates Video machen.
Denn ich habe jetzt 4 Titel, die keine Dividende zahlen. Die bespare ich zusätzlich ab nächsten Monat. Genau. Also ihr seht hier, der S&P 500 hat schon 10% gemacht, seit ich dabei bin. 4% der Emerging Market und 6,5% hier der Dividendenaristokrat. Wir haben einen Kaufwert von 9,93 und das Depot ist aktuell bei 9,985. Das heißt, wir haben Kursgewinne von 678 Euro. Kursgewinne interessieren mich nicht. Mich interessieren die Auszahlungen und Ausschüttungen. Im letzten Video habe ich euch ja auch hier gezeigt, welche Ausschüttungen ich bis jetzt in diesem Jahr hatte. Q1 und Q2. Da werden alle 3 Monate jetzt Videos rauskommen. Und bei mir geht es hier darum, wie viel passives Einkommen kann ich mir generieren. Und ich brauche 1200 Euro, um finanziell unabhängig zu sein. Das heißt, dann ab diesem Moment machen meine Investitionen, bezahlen mir meine Fixspesen. Genau. So, und jetzt haben wir die Depots gesehen. Ihr habt ja gesehen, Facebook hat zugelegt. Alle sind schön im grünen Bereich. Schauen wir mal, wie lange das so bleibt. Und hier seht ihr vor allem der All World ETF hier von Vanguard, den ich konstant bespare jedes Monat. Der hat jetzt wirklich schon 11% zugelegt, was eine deutliche Erhöhung ist. Genau, und jetzt gehen wir aber wirklich zum Portfolio Performance. Jetzt habt ihr die echten Daten gesehen und jetzt ganz kurz hier rein. Ihr wisst ja, letztes Monat habe ich schön Erträge erhalten und ihr seht, mittlerweile sind wir bei Erträge zwischen Zinsen. Natürlich allen voran ist hier Pandora, die P2P-Plattform. Aber ihr seht auch, der Geldmagnet, also der All World ETF, hat auch schon 131 Euro reingespielt. Wir kommen auf insgesamt Erträge von über 1000 Euro. Und ja, das losgegangen ist es im Q1, müsst ihr denken. Wenn ihr das hier anseht, dann seht ihr, dass wir im Q1 hatten wir 335, Q2 414 und Q3 jetzt 277 schon. Und somit kommen wir auf die 1000 Euro. Und das ist schon richtig, richtig cool, muss ich sagen. Und wenn man das hier auch ansieht, ein schönes Wachstum. Natürlich, ich habe noch nicht so viele Referenzmodelle, aber ihr seht, der Juli war hier der stärkste mit über 260 Euro an Erträgen, die ich erhalten habe. Und ja, holy moly, es wächst, es wächst. Schauen wir uns ganz kurz die Performance an. Wir haben jetzt aktuell einen internen Zinsfuß von 15,11. Wichtig hier die Erträge, 1027. Und das wäre aktuell, entspricht meine Jahresrendite von 2629 Euro. Natürlich sind die Kurserfolge, wie ihr hier seht, 1845 Euro, die sind für mich nicht relevant, da ich ja eh nichts verkaufen möchte. Und hier sieht man auch wieder schön die Erträge. Februar, März, April, Mai. So kommen wir auf die 1028 Euro. Und eben die Jahresrenditen. Und Juli war schön, der hatte über 3% hier. Schaut gut aus. Gehen wir mal zu den Beständen. Das habe ich am Anfang schon ganz kurz gezeigt. Langfristig ist der Plan, dass natürlich die P2P-Kredite nicht mehr als 30% meiner Investments ausmachen und die Aktien und ETFs hier die Überhand gewinnen. Aktuell sieht das noch nicht so aus, aber in P2P-Kredite fließt ja auch nicht so viel rein wie in den Aktien. Also langfristig wird sich das einstellen. Genau, die Performance haben wir gesehen. Was mir hier auch gut gefällt, ihr wisst, hier habe ich euch ganz kurz gesagt, hier habe ich einmal 4.000 und einmal über 4.000 rausgenommen. Das heißt, mir fehlen hier diese 8.000 Euro, die habe ich in mein Business investiert und die bleiben auch dort aktuell noch, da ich diese immer noch benötige. Ich denke, ab nächstes Jahr werde ich die dann zurückführen und dann fließen die natürlich hier ins Investment zurück. Nichtsdestotrotz sind wir auf dem Weg zu über 40.000 Euro von meinem Gesamtportfolio. Und ja, das ist ein schöner Wert. Immer wenn man eine 10.000er Marke übersteigt, das ist natürlich eine tolle Sache. Das heißt, es fehlen uns noch 3.000 Euro. Wenn wir hier schauen, wir sind auf 37,5. Das sollte nicht mehr so lange dauern. Vor allem, wenn die Kursgewinne auch so weiter wachsen, wie sie aktuell wachsen. Genau, die Vermögensaufstellung ist jetzt nicht so relevant für uns. Vielleicht nochmal zu den Wertpapieren, dass ihr seht, was ich alles im Depot habe.
Wir haben drei Stück von Facebook jetzt drin. Ihr seht, hier habe ich gekauft, die ist deutlich gestiegen. Ja, und dann habe ich noch diese vier ETFs. Ab nächsten Monat werden wir hier viel, viel mehr haben. Denn ich bespare 10 Dividendenaristokraten, beziehungsweise 10 Dividendenaktien und 4 Growth-Aktien ab nächsten Monat. Und somit kommen wir auf 14 Wertpapiere, die hier dazukommen. 13, weil Facebook ist ja schon dabei. Genau, und dann haben wir den S&P 500. Hier, die grünen Symbole sind immer die, wenn ich gekauft habe. Genau, das sieht man hier schön. Wenn wir den Einjahreschart hier, haben wir den Einjahreschart. Dann sieht man, wo ich immer gekauft habe. Genau, genauso beim, der wird einmal im Monat gekauft, diese auch einmal im Monat, Spider. Es wird ja alles monatlich über Sparpläne abgedeckt. Genau. Noch die Erträge haben wir uns schon angesehen. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Anlagekategorien an. Hier seht, ich habe Barvermögen, Peer-to-Peer-Kredite, ETFs und den Geldmagnet. Was jetzt noch dazu kommen, sind Aktien. Die Klassifizierung habe ich noch nicht angelegt, denn ich dachte mir, ich warte, bis ich alle hier kaufe. Genau, ihr seht hier, der Geldmagnet beträgt 33%, die ETFs aktuell sind bei 25%. Peer-to-Peer ist bei 25% und das Barvermögen ist aktuell bei 5.000 Euro. Natürlich würde der Geldmagnet, das ist hier auch bar, das würde hier noch dazu, aber das ist bei mir ja ein separater Spartus, eine separate Spart und deshalb lassen wir das so. Genau. Dann haben wir hier die Asset Allocation zwischen risikofrei und risikobehaftet. Ich, natürlich, die Cash-Reserve ist risikofrei. Naja, also sie liegt auf einer Bank, auf einem Sparbuch. Sagen wir mal semi-risikofrei. Das Währungsrisiko ist natürlich immer da. Und ich lebe in Italien, also haben wir noch das Risiko als Zusatz dazu. Ja, und den Geldmagnet zähle ich auch als risikofreien Anteil, weil ich da nie was rausnehme und nie es immer nur reingeht. Genau, und der risikobehaftete Teil, seht ihr hier, haben wir Large Caps, Aktien von Schwellenländern, das unterteilt er schön automatisch, und eben die Peer-to-Peer-Kredite. Genau. Und jetzt sehen wir noch ganz kurz die ETF-Gewichtung, wie viel wir wo drin haben. Wir haben beim Aristokraten aktuell 47%, 37% beim S&P 500 und im Emerging Market haben wir 15%. Das wird auch ungefähr so bleiben, beziehungsweise der S&P 500 wird größer werden, denn hier zahle ich weniger ein in Zukunft. Und noch ganz kurz zur P2P-Gewichtung. Ihr seht, wir sind jetzt so auf ungefähr, ja, Mintos fehlen noch 1000 Euro, aber nach 2 bis 3 Monaten wird Mintos gleich auf sein mit Pandora. Das werdet ihr hier sehen. Und dann habe ich zumindest 50-50 aktuell, ich habe 50-50 gespalten und somit habe ich das Risiko halbiert, wenn eine Plattform wirklich alles zusammen verlieren wird. Jetzt Mintos wird noch aufgestockt und die kleinen zähle ich hier nicht. Falls du das jetzt siehst und bis hierhin gesehen hast, kannst du mir auch ein paar gute P2P-Plattformen empfehlen, wo du auch vielleicht schon länger als ein Jahr dabei bist. Das wäre ganz interessant und eine Mindestrendite von 12% da sein sollte. Alles darunter möchte ich nicht machen bei P2P-Krediten. Denn das Risiko-Gewinn-Verhältnis ist mir sonst zu klein. Ja, das war es auch schon. Wir können hier nochmal die Konten öffnen oder die Depots. Ihr seht, es läuft alles weiter. Die Sparpläne laufen weiter. Ich bin hier sehr zufrieden. Alles wächst, alles steigt. Die Diversifikation wird immer größer. Vor allem, wenn jetzt dann die Aktien dazukommen. Ich freue mich dazu. Und deshalb beim nächsten Video werden wir einiges zu besprechen haben, was jetzt neu ist. So, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, lass ein Like, lass ein Abo hier und wenn du nichts mehr verpassen willst, natürlich klick auf das Glöckchen neben dem Abo-Button. Genau, wenn du irgendwelche Anregungen, Fragen hast oder eben, dich irgendwas interessiert hier, du etwas zu kritisieren hast bei meiner Strategie, bitte sag es mir. Davon kann ich nur profitieren und immer was lernen. Es würde mich sehr freuen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, kleines Update hier.
Tolle Performance, es läuft, alles ist grün, alles geht nach oben. Schauen wir mal, wie lange wir das hier halten können. Und wir sehen uns im nächsten Video und spätestens nächstes Monat zum nächsten Portfolio-Update. Alles Gute und tschüss.